Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute das nächste Review zu einem Aquamenta. Heute geht alles um den Wild Mango. Und wenn euch das Video gefällt, lasst uns auf jeden Fall ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Würden wir uns sehr drüber freuen. Und jetzt viel Spaß beim Video. So, und damit herzlich willkommen zurück beim Aquamenta Wild Mango Review. Leute, viele von euch feiern ja die Aquamenta-Sorten, deswegen jetzt auch das nächste Review dazu. Ich habe gerade noch die letzten Reste aus meiner Packung rausgekratzt, in den Hotshot LT gepackt, blende euch natürlich auch direkt mal den Kopfbau ein und mir ein Köpfchen damit gebaut. 200 Gramm kosten 17,90 Euro, damit ein relativ teurer Tabak, natürlich nicht auf Social Smoke-Niveau, aber doch schon etwas teurer. Also wir steigern uns irgendwie immer weiter mal wieder um 1 Euro und noch 1 Euro. Ich hoffe, das hört bald auf. Ansonsten kostet bald jeder Tabak 20 Euro. Schnitt und Feuchtigkeit, seht ihr ja, geht auf jeden Fall klar. Sogar im Hotshot war es gar kein Problem, damit einen Kopf zu bauen. Also wirklich optimal. Keine überschüssige Molasse mehr im Zipper. Also wirklich alles Bombe. Das Ganze kommt in so einer Alu-Dose. In der könnt ihr den Tabak nur bedingt lagern. Ich würde sagen, wenn ihr euren Tabak in 2 bis 4 Wochen aufraucht, ist das kein Problem. Wenn ihr aber länger braucht, um eure Dose leer zu kriegen, würde ich euch empfehlen, das Ganze in einen eigenen Zipper umzufüllen, wirklich mit Verschluss, und dann in die Dose zu legen oder euch was anderes zu überlegen. Ja, also Schnitt und Feuchtigkeit schon mal gut. Ich würde sagen, wir schnuppern als erstes mal dran. Hier übrigens nochmal die Verpackung. Die ganz normalen Aquamenta-Sorten. Übrigens, was soll das Ganze denn überhaupt sein? Ich denke, bei dem Namen und bei Aquamenta muss man eigentlich fast nicht mehr drüber sprechen. Wild Mango ist eine Mango und mit der typischen Aquamenta-Minze-Menthol-Note versetzt. Ja, wir schnuppern mal dran und gucken, wie das Ganze riecht. Ja, ihr habt einfach eine extrem leckere, fruchtige, gute Mango-Note im Vordergrund mit so einer schönen Frische am Start. Sie hat irgendwie was Herbes, die Mangonote, hat aber auch gleichzeitig was Süßes. Ist sehr, sehr schwer für mich einzuordnen. Ich würde sie aber eher Richtung natürliche Mango beschreiben. Riecht auf jeden Fall verdammt lecker und ich bin gespannt, wie das Ganze schmeckt. Aber als erstes gucken wir uns nochmal den Rauch an. Sieht soweit auf jeden Fall schon mal gut aus. Jo, ich denke, rauchtechnisch muss man dazu nicht viel mehr sagen, außer das raucht super. Ja, also kommen auf jeden Fall mega nette Wolken raus, es lässt sich verdammt angenehm rauchen, er hat nie gedrückt, nie gekratzt, also wirklich mega, mega angenehm. Jo, zum wichtigsten Punkt, wie immer, dem Geschmack. Leute, es ist einfach eine sehr leckere Mango mit einer schönen frischen Note am Start. Mehr kann man dazu großartig gar nicht sagen, außer es ist mittlerweile meine Lieblingsmango geworden und die Dose war verdammt schnell weg. Also ich muss mir da demnächst auf jeden Fall noch ein Döschen von holen und wenn ihr Mango-Fans seid, kann ich euch das nur ans Herz legen, den mal zu versuchen, irgendwie beim Kumpel zu probieren oder vielleicht doch eine Dose, man weiß das nicht. Auf jeden Fall ein sehr, sehr solider Tabak. Von mir auf jeden Fall 9,5 Sterne. Der halbe Punkt Abzug geht auch nur auf Kosten des Preises, weil ich eben kein Fan davon bin, dass wir immer 1 Euro teurer werden und wieder 1 Euro teurer. Ich erinnere mich noch an die guten alten Alvaja-Zeiten, als eine 200 Gramm Dose 13,50 Euro gekostet hat. Und ja, mittlerweile sind wir schon bei den 18 Euro. Ist schon eine ganz gute Steigerung so. Aber wenn wir da bleiben, ist das bei dem Tabakniveau, das wir mittlerweile so erreicht haben, auf jeden Fall in Ordnung. Ja, wie gesagt, 9,5 Sterne für den Wild Mango von Aquamenta. Ein sehr, sehr guter Mango-Tabak, kann ich nur empfehlen. Das soll es dann auch wieder mit dem Review gewesen sein. Leute, wie immer, lasst gerne noch einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da. Würden wir uns sehr drüber freuen. Und dann bis zum nächsten Video oder zum nächsten Livestream. Macht es gut, eure Shisha-WG.